Okay, wir sind noch nicht bereit für diesen Tempel. Definitiv noch nicht. Raus Nein. hier. Ganz, ganz schnell raus hier. Brechstange kaufen oder geht's zu Redwigs Festung? Die ist, glaube ich, machbarer, weil die Gegner sich nicht duplizieren. Oh, ein Ladebildschirm ohne Hinweis. Das ist auch mal selten. Weil sich die Gegner wenigstens bei Redwig nicht duplizieren können. Deswegen holen wir uns jetzt eine Brechstange, kehren zu Redwigs Festung zurück. Und dann sehen wir weiter. Gut, Brechstange gibt es hier oben. Dumm, die dumm, die dumm. Verfassung, Wahrnehmung, warum ist das so? Ist das gesteigert? Achso, habe ich irgendwas an, was das steigert? Reflexe, Tapferkeit. Ah, Verfassung. Okay. Ja, ein paar neue Tipps wären aber nicht Adidu. schlecht. Waren ansehen, genau. Ich brauche eine Brechstange, nämlich ein Brecheisen. Die Bronzehorn 5000. Oh. Was macht die nochmal? Beschwört Animant. Ah ja. So, danke für die Brechstange. Wir ziehen jetzt wieder zurück zu Redwigs Festung. Den Tempel können wir uns auch immer noch widmen, wenn wir Redwig besiegt haben, denke ich mal. So, Redwigs Festung. Ich frage mich, ob das die Festung ist, die wir nachher bekommen. Weil wir haben ja hier den Festungsbutton, wo steht, du besitzt die Festung noch nicht. Und hey, es ist Tag. Ist vielleicht nicht die beste Idee, tagsüber in eine Festung einzubrechen. Aber hey. War das schon mal die beste Uhrzeit dafür, um in eine Festung von einem wahnsinnigen Tyrannen einzubrechen? So, hier müssen wir rüber. Hier ist das Abwasserrohr. So, jetzt will ich erstmal was ausprobieren. Wenn ich nämlich die Brechstange hier reinpacke, kann ich dann immer noch da am Fuß der Ausmauer der Burg läuft aus einem Kanalgitter trübes, riechendes Abwasser in den Burggraben. Glitschige, verbuste Steine bilden eine gefährliche Brücke über das trübe Wasser. Brecheisen zum Verbiegen der Eisenstange benutzen. Der kontinuierliche Strom feuriges Wasser gegen das Kanalgitter beschwert die Bewegung. Letztendlich aber schaffst du es doch, das Brecheisen zwischen zwei der stärker verrosteten Stangen zu stecken und kräftig zu drücken. Eine der Eisenstangen beginnt stöhnend nachzugeben. Du legst deine ganze Kraft hinein und schließlich bricht die Stange knirschend aus ihrer Verankerung. Hinter dem nun aufgebrochenen Gitter führt ein dunkler Weg weiter in die Burg hinein. Trübes Wasser fließt dir in einem kontinuierlichen Strom entgegen. Durchschwimmen. Du atmest tief ein
um den scharfen Gestank um dich herum vorzubeugen und gleitest nach vorne in den gefluteten Tunnel. Während du dich in die unheilverkündete Dunkelheit stürzt, geraten die Mauern bald außer Sicht. Als du weiter schwimmst, scheint Licht durch das trübe Wasser vor dir. Du zwingst dich weiter, um nach der Lichtquelle zu suchen, bis du plötzlich in eine kreisrunde Lücke im Tunnel stehst, einem Ausweg. Okay, wir haben es wohl in die Festung geschafft. Gut, wir sind im Kanal. Und da scheinbar die Sachen auch aus dem Inventar rausgehen, packe ich die dann auch mal rein. So, wir haben Redwicks Festung entdeckt. Und wir laufen unten im trüben Wasser rum. Ghule. Und Wiedergänger. Und menschliche Skelette? Da helfe ich doch mal lieber nach. Ach du meine Güte, was kommt denn da? Okay, das ist heftig. Was da kommt. Die Wiedergänger scheinen zum Glück leichter zu sein als die Ghule. Du tust lieber mal einen Regenerationstrank einwerfen. So, dass du dich etwas regenerierst. Ghule schwer verletzt. Ghule schwer verletzt. Das machst du mal auf den Ghule. Und du machst noch mal deine Donnerkugel. Um die alle zu betäuben. Okay. So, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich die noch wieder angreifen lasse, nachdem sie gezaubert haben. So, Gefäßteile. Okay, ich habe definitiv den schlechten Eingang gefunden. Obwohl ich nicht gleich so weiß. Ich glaube, die Untoten sind fast schon etwas harmloser als die Lebenden da oben. I can do that. So, was haben wir hier alles? Nice and quiet. Hier sind kleine Räume, denen ich nicht traue. Ja. Yeah. Gold und ein Psalmbuch. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die Bücher mit einsacke. Ich tue es einfach mal aus Gewohnheit. Falle ausgelöst? Eine Falle hat mich verfehlt. Okay. Fallen bedeuten schon mal nichts Gutes. Der Wurfspieß hat Eder zum Glück verfehlt. Keep him quiet. Let's go. Oh, ein schwarzer Schlamm. Vor denen hatten wir ja schon lange keinen mehr. Okay. Bei offenen Türen immer skeptisch sein. Ah, da ist die Treppe nach oben. So, was ist hier? I'm soon for the wheel. Autsch.
Okay, ich muss definitiv länger warten bei Fallen. Stiefel des Ausweichens. Klingt gut. Oder hast du schon Stiefel? Ja, du hast die Stiefel mit der Verfassung. Dann kriegst du die Stiefel des Ausweichens als Nahkämpfer. Ist die Kiste auch mit Dings ge... Nein, die ist nicht gesichert. Gut. Ja. Okay, wenn das so weitergeht, können wir bald rasten. Ein Wiedergänger. Ich höre weitere hier rumstopfen. Eine Falle. Finished. Du versuchst weiter die Falle zu entschärfen. Achso, du wirst dabei unterbrochen, hä? So, kannst du sie jetzt? Achso, du konntest die Falle nicht entschärfen. Sure. Finished. Ja. Also das ist gerade nochmal versucht. Also hier wäre schon mal zur unteren Festungshalle. Da wäre der Weg raus. Oh, das sind viele solche Schleime. Oh, das sind sehr viele Schleime. Na, versuchen wir doch mal lieber hier hinten einen Stoppbefehl. Und du wirfst einfach mal da hinten eine Bombe hin. So. Na, wirklich Schaden können die schon mal keinen anstellen. Was, wie viele kommen da noch? Mit ihrem Gespucke. Ja. Ja. Ach, soll ich mal einen mit dem Mal belegen? So. Ja. Dass mein Hund ein bisschen mehr Schaden, mein Wolf ein bisschen mehr Schaden macht. Also die sind definitiv angenehmere Gesellen als die Untoten von vorhin. Na gut, ich hätte nicht ganz gleich die ganze Herrscher anlocken müssen, indem ich da einfach wie blöd reinrede. So. Metkrug und Geld. Noch mehr Geld. Ich find's cool, dass es hier so viele Währungen zu geben scheint. Ja. Die aber alle irgendwie in Kupfermünzen umgewandelt werden. Blutsteine. Ah ja. Mit was könnte ich eigentlich meine Arbalest verbessern? Qualität habe ich schon 1 von 1. Nämlich gut. Besitzt bereits die Verzauberung gut. Nicht genügend Materialien. Verzaubert, Voraussetzung nicht erfüllt. Benötigt Stufe 1 und den Rest hätte ich eigentlich. Sekundärer Schaden und Töten. Erschlagen Biest. Also beschädigend und präzise könnte ich und außergewöhnlich. Nicht genug Geld, um außergewöhnlich hinzuzufügen und requires Stufe 8. Und hierfür hervorragend braucht man Stufe 12. Und einen Haufen Geld. Kann das sein, dass ich immer nur eine von diesen Sachen hier jeweils hinzufügen kann? Weil hier 1 von 1, 0 von 1 und so weiter steht. Weil für das hier habe ich schon mal nirgends die richtigen Materialien. Jetzt würde ich vielleicht noch die Feuerpeitsche hinzufügen. Naja, egal.
So, hier ist nichts mehr. Da wir immer noch die Falle, die wir nicht entschärfen können.